1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Freitagnacht Zuschauer und Zuhörer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der gerade gesagten und bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Das ist die Frage. Und diese Frage, die geht jetzt sofort auch an die erste Anruferin heute Nacht. Die heißt Sarah und die ist 17 Jahre alt. Hallo Sarah. Ja, hallo Domian. Hallo Sarah. Ja, um was geht's denn? Ja, Domian, ich habe da echt ein riesengroßes Problem. Bei mir geht es darum, ich kann vor anderen Menschen nicht essen und trinken. Mhm. Gar nicht? Nein. Warum nicht? Also ich sag mal, essen eigentlich überhaupt nicht und trinken also wirklich nur im Notfall, wenn ich halt echt riesigen Durst habe, also wenn es nicht mehr anders geht. Ja. Warum ist das so? Ja, ich kann mir das halt selbst auch nicht so genau erklären. Also ich krieg dann halt nichts runter, ich sitze dann da, ja, ich krieg halt einfach nichts runter. Schämst du dich, vor anderen Leuten zu essen? Ja, das auf jeden Fall. Für was schämst du dich denn da? Ja, ich muss dazu sagen, ich war halt früher etwas kräftiger. Ich habe jetzt in dem letzten Jahr ungefähr 15 bis 20 Kilo abgenommen. Wiegst jetzt immer noch wie viel? Jetzt wiege ich 60 Kilo. Ja, das ist so, wie groß? Ungefähr 1,72 Meter, 1,73 Meter. So, okay. Ja, finde ich auch. Ja. Und ja, ich wurde halt früher auch oft gehänselt wegen meiner Figur, da ich halt etwas dicker war. Und ich also denk mal, könnte es einen Zusammenhang geben, dass du dich deshalb schämst, zu kauen, reinzubeißen, runterzuschlucken? Ja, könnte genau. Sein, ne? Ja, wie, könnte du bist, sein. Du bist 17, ja. Sagte ich gerade. Wie lange hast du das jetzt schon, dass du dich schämst, vor anderen Menschen zu essen und nicht vor anderen Menschen essen und trinken kannst? Das hat ungefähr so mit 14 angefangen, also so vor dreieinhalb Jahren. Lebst du noch bei deinen Eltern? Lebst du zu Hause? Ja. Ja. Wie ist denn das in der Familie? Schämst du dich auch oder kannst du auch nicht vor deiner Familie essen? Also ich muss dazu sagen, meine Mutter ist die einzigste Person, vor der ich essen kann. Aber bei meinem Vater habe ich halt auch Schwierigkeiten. Das heißt, es gibt nie ein entspanntes gemeinsames Familienessen bei euch, weil da der Vater auch bei ist. Hast du Geschwister noch? Nein, ich bin Einzelkind. Ne, da ist der Vater dabei. Also ihr könnt nie richtig gemeinsam zu dritt Mittag essen? Nein, eigentlich nicht. Weiß dein Vater das, dass du da Probleme hast? Nein. Aber der wird sich doch wundern, wenn du dich, du entziehst dich doch bestimmt an den gemeinsamen Essen. Wundert er sich nicht darüber? Ja, also mein Vater arbeitet halt sehr viel, ist halt deshalb auch nicht so oft zu Hause. Also es kommt ganz selten vor, dass wir mal zu dritt essen. Aber wie ist es zum Beispiel an so Festtagen wie Weihnachten oder an Feiertagen, Sonntagen? Ja, also dann bleibt mir halt meistens nichts anderes übrig und ich setze mich dann halt auch mit meinen Eltern oder mit meiner Familie an den Tisch. Wenn der Vater dabei ist und dabei sitzt und auch mit euch zusammen isst, es gibt einen Sonntagsbraten von mir aus und eine Vorspeise, wie beschreibe mal deine Gefühle und deinen Gefühlszustand. Was geht in dir vor, während du dann da auch mit ihm essen musst? Ja, also ich habe dann so ein ganz mulmiges Gefühl. Also ich sitze dann halt da und denke mir halt die ganze Zeit, hoffentlich kann ich jetzt bald hier weg. Und also ich esse dann halt meistens auch nur ganz wenig und halt ganz langsam. Mhm. Wie ist das so mit Freunden? Man geht ja schon mal ganz gerne irgendwo, weiß ich jetzt, in ein Fastfood-Lokal oder Pizza essen oder zum Japaner oder sowas. Kommt bei dir alles nicht in die Tüte? Nein. Also ich war jetzt auch schon bestimmt 2 Jahre nicht mehr in einem Restaurant und also so Fastfood und so eigentlich überhaupt nicht. Wer weiß das eigentlich? Wissen das deine näheren Freunde oder Freundinnen?
Nein, das weiß keiner. Bist jetzt eigentlich so der Erste, der das weiß. Und deine Mutter? Nein, die weiß das auch nicht. Ach, die weiß das auch nicht? Nein. Aber es macht dir nichts aus, bei ihr zu essen? Ne, hast du gerade gesagt? Ja, also von meiner Mutter nicht. Aber sie weiß nicht von deiner Scheu? Nein. Und hat die sich, ich meine, das muss dir doch auffallen, Mensch, wenn das 3 Jahre so geht, dass du da irgendwie nicht so ganz normal dich benimmst. Hat die noch nie gefragt, hier, Sarah, was ist denn los? Und also gefragt hat sie schon. Ich lasse mir dann halt meistens Ausreden einfallen und sage, ich habe schon bei einer Freundin gegessen oder ich habe halt zurzeit einfach keinen Hunger, ich esse dann später was. Hast du schon einen Freund, mal eine Beziehung gehabt, einen Freund gehabt? Ja, hatte ich. Also da ist mir das auch besonders schwer gefallen. Weil du das da auch verheimlichen musstest. Ja. Mhm. Und also das war ganz fürchterlich, sage ich mal. Also vor meinem Ex-Freund konnte ich überhaupt nicht essen. Mhm. Also ich stelle mir das vor, wie du das jetzt schilderst, als eine gravierende Lebenseinschränkung. Ja, kann man schon so sagen. Ist schon ein Problem. Wenn man sowas immer im Kopf hat, allein schon in der Familie ist es ein Problem, geschweige denn, wenn man rausgeht mit Leuten und es läuft ja doch sehr viel übers Essen ab, so mit Menschen. Ne? Ist ja auch gut und schön, dass man gemeinsam mit Leuten isst und es dann gemütlich hat. Kannst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber in der Regel ist es ja so, dass man es sich dabei schön macht und redet und entspannt ist und so weiter. Ja, also bei anderen Menschen macht mir das auch überhaupt nichts aus, wenn die jetzt vor mir essen. Ich finde das halt ganz normal, nur bei mir selbst geht das halt nicht. Wenn du dann aber ganz alleine bist, dann kannst du auch mit Genuss und völlig normal essen. Oder ja, das schon. Mhm. Also das ist eigentlich ganz normal. Ich habe jetzt auch irgendwie nicht Magersucht oder Bulimie oder so. Ja. Also da hatte ich auch noch nie Probleme mit diesen Krankheiten, sage ich mal. Aber es ist halt, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Fachbegriff jetzt dafür wäre, aber eine Phobie vor anderen Menschen zu essen und zu trinken. Ja, so. Das kann man schon so sagen. Du hast mit niemandem bisher darüber gesprochen, ich bin der Erste und folglich hast du auch noch nie irgendwie versucht, was dagegen zu unternehmen. Nein. Musst du aber, Sarah, finde ich. Musst du. Findest aber. Du? Ja, finde ich schon. Findest du wahrscheinlich selbst auch, wenn du drüber nachdenkst, weil es dein Leben so einschränkt. Ja, also Und dich einfach auch in Freizeitsituationen verspannt, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist oder wenn du wieder einen Freund haben solltest demnächst. Ja, das war halt auch, ich war jetzt vor ein paar Wochen, weil ich gehe halt noch zur Schule und da waren wir halt auch für 5 Tage auf einer Klassenfahrt. Ja, schrecklich für dich wahrscheinlich, ne? Ja, und in diesen 5 Tagen habe ich halt auch kaum was gegessen, also tagsüber eigentlich gar nicht. Ich habe mich dann halt zu meinen Klassenkameraden an den Tisch gesetzt, habe den halt beim Essen zugeguckt, aber selbst halt überhaupt nichts gegessen und halt auch nur ganz wenig getrunken. Und dann nachts, wenn halt alle geschlafen haben, habe ich dann halt schnell was gegessen, wenn es halt keiner mitbekommen hat. Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass du jetzt dein eigenes Schicksal da in die eigenen Hände nehmen solltest. Du hast hier schon angerufen, finde ich. Das ist der erste Schritt zur Selbsthilfe. Ich finde, dass du zu einem Psychologen musst. Dass du mit einem Fachmann zusammen daran arbeitest, woher kommt das und wie kriege ich das weg, damit ich auch wieder ein normales Ich, Sarah, ein normales Leben führen kann. Dass ich mit anderen Leuten essen kann und da keine Angst und keine Scheu vor habe. Ja, ich denke mal, Entschuldigung, ich habe gerade was im Hals. So, okay. Ich denke halt mal, das hat halt auch was damit zu tun, weil wenn ich irgendwie was esse, ich denke dann, die anderen Leute denken sich, so, die ist so dick, jetzt isst sie noch was, damit sie noch dicker wird. Wobei du ja gar nicht mehr so dick bist, ne? Das rührt ja so aus der Vergangenheit. Ja. Ne? Sarah, ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt weitersprichst. Das kann ich machen. Ne, das kannst du machen. Und der Psychologe heißt Johannes. Okay. Und ich bin sicher, dass Johannes dir ein paar sehr gute Ratschläge geben wird, wie du dich demnächst jetzt weiter verhalten solltest und was du in die Wege leiten könntest. Und ob du es dann tust, das ist deine Angelegenheit. Ich würde es dir sehr empfehlen, auf dass du ein normales Leben führen kannst. Okay? Domian, darf ich noch ganz kurz was sagen? Ja, bitte. Also du und dein Team, ihr seid echt super und macht weiter so. Sehr nett von dir, vielen Dank. Du legst bitte auf und der Johannes ruft dich an. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de.
Und hier ist Nelly. Und Nelly ist 22. Hallo, hallo? Nelly. Ja, hallo Nelly. Hallo Domian. So Nelly, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich mit meinem Leben momentan nicht klarkomme und mir selber auch nicht. Mhm. Weil ich jetzt meine Mutter vor einem Jahr kennengelernt habe. Du hast deine Mutter vor einem Jahr kennengelernt? Ja, weil davor, von Kind auf bin ich schon in Pflegefamilien und im Heim gewesen. Ja. Ja, und es war immer dann Zufall, dass ich sie kennengelernt habe. Ich war dann bis dahin auch mit einem Freund zusammen in der Wohnung. Was ist das für ein Zufall? Man lernt ja nicht durch Zufall einfach die Mutter kennen. Hast du gesucht nach ihr? Ich nach ihr und sie nach mir. Ja. Und, das heißt, du wusstest, dass du in einer Pflegefamilie warst? Seit wie vielen Jahren schon? Ich bin damals mit knapp 5 von meiner Mutter weg. Ja. Bin in eine Pflegefamilie, bis ich knapp 11 war. Ja. Bin dann dort raus wegen Vergewaltigung und bin dann ins Heim gekommen. Mhm. Und danach hatte ich dann meine eigene Wohnung. Und dann war ich mit einem Freund zusammen und jetzt habe ich meine Mama kennengelernt. Mhm. Und ja, mein eigentliches Problem momentan ist, dass ich damals finanzielle Probleme hatte und dann zu meiner Mutter gezogen bin. Mhm. Also vor einem Jahr ungefähr? Genau. Mhm. Nachdem du sie kennengelernt hast? Ja, genau. Ja. Dann kam ich ein bisschen in die Pretoria und hat dann gemeint, okay, dann ziehst du meiner Mutter ein. Mhm. Ich wusste, dass sie eine Privatwohnung hat, wo sie selber anschafft. Ach so. Das hat sie dir dann gesagt? Das wusste ich von vornherein schon. Damals über das Jugendamt habe ich das schon erfahren gehabt. Ja. Dass sie also nicht in ihrer Wohnung, wo sie wohnt, sondern in ihrer Wohnung. Achso, in ihrer Privatwohnung. Ich dachte, sie hätte eine Privatwohnung. In ihrer Wohnung. Ja. Bin dann dort mit eingezogen und ja, das hat sich dann so angegeben, dass meine Mutter krank geworden ist und dass die Hunde krank geworden sind, dass meine Mutter nicht mehr arbeiten konnte. Mhm. Und ja, dann bin ich für sie eingesprungen. Du hast dann als Prostituierte gearbeitet? Tue ich immer noch, ja. Tust du immer noch? Ja. Das hört sich jetzt so seltsam an, das hört sich so an. Ich bin dann für meine Mutter eingesprungen, als wäre das gar nicht so deine eigene Entscheidung gewesen, sondern dass du quasi ihr das zuliebe gemacht hast. Wie war das? Ja, sozusagen, weil ich habe hier gewohnt, ich habe kein Geld gehabt. Ich habe gemeint, okay, ich muss irgendwo auch Geld verdienen, dass ich hier mit Miete zahle, dass ich mit Essen zahle, mit Trinken zahle. Und irgendwo war auch der Druck da, dieses, ja, ich habe kein Geld und weißt du, Tochter und dies und der Hund und dies und, ja, das war, sie hat nicht direkt gesagt, arbeite, aber. Also kann man sagen, sie hat dich in einer gewissen Weise nicht gezwungen, aber so ein bisschen dahin gedrängt und hat die Erwartung geäußert. Genau, und ich bin halt so der Mensch, ich habe schon immer meine Mutter, egal ob sie da war oder nicht, verehrt. Ich bin halt so ein, weiß ich nicht wieso, das ist in meinem Kopf einfach so eingebrannt, Mama ist Mama und. Ja. So, jetzt arbeitest du als Prostituierte ein knappes Jahr ungefähr, kann man das so sagen? Ja. Ja. Ist deine Mutter denn wieder gesund und arbeitet auch weiter wieder? Nein, gesund schon. Gesund schon, aber sie arbeitet nicht? Nein. Warum nicht? Naja, sie hat einen Freund und keine Ahnung, anderes zu tun halt. Wie anderes zu tun? Das heißt, sie lässt dich jetzt arbeiten? Um die Wohnung, um eure gemeinsame Wohnung zu finanzieren? Also sie zieht jetzt aus. Ich soll jetzt auch irgendwie ausziehen und keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Du ziehst auch aus und sollst du dann weitermachen oder wie? Ja, wenn es möglich wäre schon. Finanzierst du denn jetzt deine Mutter auch? Im Moment? Ja, klar. Also und wenn ihr auszieht, sollt ihr dann zusammenziehen oder wie ist das geplant? Ja, in die Nähe halt, dass ich meine eigene Wohnung habe und dann halt trotzdem noch irgendwie tagsüber bereit sein und halt ab und zu dann noch ein paar Kunden machen. Und sie erwartet dann auch, dass du weiterhin ihr Geld zahlst? Ja, auf jeden Fall abgeben. Also das, was ich verdiene, kriege ich vielleicht ein Viertel von. Ja, und erwartet sie das auch, wenn ihr jetzt eure gemeinsame Wohnung verlasst? Erwartet sie das, dass du weiterhin sie auch dann finanziell unterstützt? Im Grunde schon. Also direkt, lange Rede, kurzer Sinn. Weißt du, warum ich das immer so frage? Ich will einfach wissen, ob deine Mutter, ich sage es mal ganz provokativ, dein neuer Zuhälter ist. Irgendwo schon, ja. Aber das ist ja eine schlimme Geschichte. Das ist ja eine schlimme Geschichte, Nelly, wenn ich das so höre. Meine Beziehung ist auch kaputt gegangen. Deine Mutter, das finde ich schon ganz schlimm, dass deine Mutter dich da reingedrängt hat. Sie hat dich da reingedrängt. Das reicht ja schon aus und das ist schlimm genug. Ja, ich habe davor im ich habe auch schon davor mit Erotik gearbeitet und das war aber nur so telefonisch. Gut. Klare Frage. Wenn du frei wärst, wenn du nicht mit deiner Mutter da verwoben wärst, verwickelt wärst, würdest du auch als Prostituierte arbeiten? Nein. Klares Nein. Nein. Ah, siehst du, und deshalb finde ich das sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm, was deine Mutter da mit dir macht. Verdammt nochmal, ich finde es sehr schlimm. Ja.
Und jetzt ist sie gesund, sie hat sich für den Beruf entschieden, für den Job entschieden, okay. Und jetzt lässt sie dich sogar arbeiten. Und wie alt ist deine Mutter? 39. 39. Was wäre denn, wenn du sagen würdest, nee, pass mal auf, Schluss aus, ich habe keinen Bock, ich mache es nicht mehr. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich ohne Mutter, keine Ahnung. Mhm. Wäre der Kontakt weg. Wäre das ertrage ich nicht, ich würde das nicht ertragen. Das heißt, quasi für deine Mutter aus Liebe oder aus Abhängigkeit, vielleicht sagen wir sogar den schlimmen Begriff der Hörigkeit. Ja. Prostituierst du dich? Ja. Das ist ein ganz falscher Weg, Nelly. Ich weiß. Das ist ein ganz falscher Weg. Und ich habe aber weißt du, ich komme nicht raus. Verstehst du das? Ich komme nicht raus. Ich glaube das, ich glaube dir das. Sonst wärst du ja nicht ein Jahr schon da drin. Ja. Ich habe auch eine ganz, ich sag dir auch, auch wenn es dir jetzt wehtut und dich provoziert, ich habe eine ganz schlechte Meinung von deiner Mutter. Ja, an sich, wenn sie so, ist sie echt lieb. Nee, das will ich gar nicht wissen, was die sonst noch so ist. Mir reicht das aus, was du mir erzählt hast. Sie hat ihre Tochter quasi in die Prostitution hineingedrückt, hineingedrängt, mehr oder weniger latent gezwungen. Das finde ich für mich ausreichend, um sehr schlecht... Ja, nicht wörtlich, also nicht... Nee, wörtlich, ich merke aber, ich habe es schon verstanden. Sie, ja. Sie spürt, in welcher Abhängigkeit du zu ihr stehst und damit hat sie gespielt und hat dich da rein gesogen. Ich weiß das selber, aber irgendwie vom Kopf her ich komme da ganz schwer raus. Hast du einen Schulabschluss auch oder Nein. hast du was gelernt? Gar nichts. Nein. Mhm. Das heißt, du bist jetzt 22. Ja. Die Chance wäre noch da, auch einen normalen Weg zu gehen, vielleicht einen Schulabschluss nachzumachen irgendwie. Ne? Mein Problem ist, Domian, ich suche, glaube ich, überall nach Liebe. Und ich mache, glaube ich, alles dafür, dass ich Liebe bekomme. Mhm. Und du bildest dir ein, dass das, was du von deiner Mutter bekommst, Liebe ist. Die ja, irgendwo. Ich sage, deine Mutter nutzt dich aus. Das sagen alle eigentlich. Mhm. Mein Ex-Freund hat das auch gesagt. Mhm. Mhm. Und wir sind jetzt auseinander. Und das rüttelt dich nicht auf? Doch, ich bin mir im Klaren. Aber du schaffst nicht, aus eigener ja. Kraft herauszukommen. Dann brauchst du Hilfe von außen, sage ich dir. Dann brauchst du Hilfe von außen. Dann brauchst du jemanden, so wie mich. Ich sage es dir jetzt einmal, das ist natürlich viel zu wenig. Du brauchst jemanden an deiner Seite, der dir ständig dieses vor Augen hält und dir auch hilft, dass du selbst stabiler wirst und du das aus eigener Kraft schaffst. Das brauchst du. Wenn du möchtest, können wir dir gerne einige Tipps geben, wie du an so eine Person kommst. Ja, gerne. Entscheiden, ob du das willst, musst du hinterher natürlich selbst, aber die kleine Hilfestellung können wir dir geben. Und ich habe dir meine Meinung gesagt. Mehr kann ich ja sowieso nicht, sagen. Ja, danke. Ich fände es ganz, ganz toll, wenn du schaffen würdest, auch irgendwie auf richtig eigene Beine zu kommen mit einem Schulabschluss und vielleicht irgendwann doch eine Lehre auch zu machen, eine Ausbildung zu machen. Ja, das glaube ich auch. Was wäre denn dein Wunsch, wenn du so einen Beruf wählen könntest? Ach, mein Wunsch wäre, ich habe mal eine Zeit lang so als Moderatorin gearbeitet. Das wäre eigentlich so mein Traum, mhm. glaube ich. Nun ist das nun gerade kein Ausbildungsberuf. Ja. Aber Schulabschluss wäre schon mal erstmal auch ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Und dann muss man weiter gucken. Du legst auf. Mhm. Wir rufen dich wieder an und dann wird alles weitere besprochen. Okay. Okay, alles Liebe, alles Gute. Danke dir, Domian. Tschüss. Ja, tschüss. Thomas, 37, guten Morgen. Jawohl, hallo Domian. Jawohl. Thomas, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Zwänge, Zwangshandlungen und Zwangsgedanken. Mhm. Das heißt, ich leide darunter seit, ich schätze mal, 15 Jahren. Und zurzeit habe ich den neuen Zwang, dass ich, wenn ich auf der Straße gehe, Angst habe, Dinge zu verschlucken, die auf dem Bürgersteig liegen. Beispielsweise, ich nehme die Dinge dann mit ins Auto, um sicher zu gehen, dass ich sie nicht verschluckt haben kann. Es hört sich sehr kurios an. Es hört sich sehr kurios an, ja. Ich arbeite ganz normal, etc., seit, ja, immer schon einem guten Beruf. Magst du sagen, was du machst? Ja, nicht so. Also ich bin mit Außendienst tätig. Ja. Okay. Also nicht so ins Detail. Nee, muss auch nicht sein. Naja. Und du hörst schon nicht, dass immer das Verschweigen etc. Ich war letztes Jahr das erste Mal in Behandlung deswegen. Mhm. Ich habe... Aber das ist auch spät, ne? Wenn du so ja, seit 15 ja. Jahren das schon hast. Das ist typisch ich habe mich da aufklären lassen für Zwängler. Ich musste erst Panik bekommen, ehe ich mich in Behandlung begebe. Dahinter steckt irgendeine Angst. Lass uns eins nach dem anderen besprechen. Zunächst bei dem Beispiel bleiben. Ja. Du sagst, der neueste Zwang ist, ich habe Angst, Dinge, die ich auf der Straße liegen ja. sehe.
Was liegt auf der Straße? Beispielsweise spitze Gegenstände. Es fing damit an, ich brauche beruflich Oberhemden und diese sind ja so verpackt, dass sie meistens mit Nadeln gespickt sind. Ja, weißt du? Und es fing damit an, dass ich die nicht mehr auspacken wollte, weil ich Angst hatte, diese Nadeln zu verschlucken. Das rührt daher, ich mir erklären. Dass du die Angst hast, dass du packst das Hemd aus, hast die Nadel in der Hand und du hast Angst davor, dass du zwanghaft die Nadel in den Mund steckst und runterstehst. Kann ich insofern verstehen, weil es ja Menschen gibt und so ein bisschen empfinde ich das manchmal auch, wenn man auf einem Dach steht oder so und ganz nah an das Ende geht, dass man Angst hat, dem Zwang zu verfallen, runterzuspringen. Zwangsgedanke, genau. Ja. Genau. Und wenn sich diese Zwangsgedanken zu sehr manifestieren, es gibt auch Personen, die haben Angst, irgendeinem mit dem Messer zu erstechen. Das ist auch ein Zwangsgedanke. Ja, ja. Habe ich nicht. Mhm. Und das hat sich bei mir so manifestiert, dass wenn ich zum Beispiel eine Nadel auf dem Boden sehe, auf dem Bürgersteig, wenn ich Pech habe, fixiere ich mich darauf, gehe vielleicht erst vorbei, guck aber dann wieder und guck dann, ob einer guckt, nehme ein Taschentuch, weil ich übrigens noch Angst vor Bakterien habe, etc. Heb die dann auf. Schnell ins Auto und weg. Also es ist Du nimmst die Nadel oder den Nagel, sagen wir, ein Nagel liegt auf der Erde, den nimmst du mit ins Auto. Ja, du schmeißt ihn nicht. Um hinterher sicher zu gehen, dass ich ihn nicht verschluckt haben kann. Verstehst du die Logik dahinter? Ja, ja, das ist ja eine schräge Logik, aber ich kann es mir schon denken. Kannst du es dir vorstellen. Aber eine Logik wäre doch auch, den Nagel aufzunehmen und in einen Papierkorb zu werfen. Das reicht nicht. Nein, das reicht nicht, weil ich könnte ja in dem Moment den trotzdem verschluckt haben. Ich kann ihn ja nicht mehr kontrollieren. Da könnte ich ihn ja auch liegen lassen. Ich verstehe. Klingt witzig, aber es ist überhaupt nicht witzig. Es ist nicht mehr witzig. Nein, es ist nicht witzig. So, jetzt nimmst du, lass mich weiterfragen. Du nimmst den Nagel dann ins Auto. Genau. Und wohin fährst du den und was machst du mit dem Nagel? Naja, der liegt, also es ist so, ich habe diesen Zwang noch nicht so lange. Das heißt, das Seitenfach meines Autos ist jetzt so langsam voll. Ich muss wieder anfangen zu üben. Üben heißt, ich war nun in Therapie 14 Wochen aufgrund magischer Zwänge. Das heißt, wenn ich bestimmte Dinge nicht ausführe, Türklinken richtig berühre, hatte ich Angst, dass mir etwas Böses widerfährt. So etwas gibt es auch. Wie nennt man das? Magische Zwänge? Magische Zwänge, ja. Das habe ich noch nie gehört. Das ist, ich bin 15 Mal durch eine Tür gegangen oder Treppen rauf und runter. Das belastet natürlich sehr stark. Ich bin dadurch damals auch alkoholabhängig geworden, lange Trockenarbeit etc. Und du merkst, ich erzähle schnell und viel, weil das so viel ist. Ja, es ist viel. Ich merke schon. Auf den Kern zu kommen. Und deine Frage war jetzt dahingehend genau. Ich müsste, um das zu verhindern, gibt es eine Möglichkeit laut Verhaltenstherapie, einfach liegen lassen und die Angst aushalten. Ja. Aber das ist, ich sag das mal ganz schweineschwer. Das glaube ich. Aber lass mich zurückkommen. Dein Handschuhfach ist voller Kleinkram. Also mein Türseitenfach. Türseitenfach, genau. Wäre es auch eine Therapie für dich selbst, wenn du dich zwingen würdest, diesen ganzen Kram rauszunehmen, in Händen zu halten und in deinen Mülleimer zu schmeißen? Richtig. Das wäre genau das, was ich machen müsste. Mhm. Ich hatte magische Zwänge mit Rasierklingen. Ich habe Rasierklingen gesammelt. Ich bin kein Messi. Meine Wohnung sieht ordentlich aus, aber es waren so Kleinigkeiten. Ja. Und während der Therapie musste ich die wegschmeißen, während dieser verhaltenstherapeutischen Tagesklinik, 14 Wochen, um das loszuwerden. Und jetzt habe ich das auch überwunden. Jetzt übermannt mich der nächste Zwang. Ja. Also ich bin auch weiter in ambulanter Behandlung. Ja. Das heißt im Klartext, da steckt irgendetwas hinter. Nur ich habe jetzt erst gemerkt, ich lebe damit ja Jahrzehnte. Mhm. Ich habe 6 Jahre damals Cannabis konsumiert, immer alles nach der Arbeit. Ja. Dann mal nichts, dann 3 Jahre viel zu viel Alkohol getrunken, dann Panik bekommen. Das ist so eine Belastung im Leben, du kannst dir das nicht vorstellen. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du 20 Mal die Treppen hoch und runter gegangen bist. Natürlich. Und ich bin voll berufstätig dazwischen und ich habe das niemandem erzählt, niemals. Mhm. Jetzt rufe ich sogar bei dir an, das ist auch eine Übung, weil ich einfach auch dazu übergehen muss, mich mitzuteilen. Mhm. Jetzt sag mir doch noch, du hast jetzt von diesem Zwang erzählt, dass du Dinge aufheben musst, weil du Angst hast, du verschluckst die auf der Straße sind. Du hast von den magischen Zwängen gesprochen. Ja. Sag noch ein paar Beispiele von Zwängen, die dich im Laufe der vielen Jahre gepeinigt haben. Beispielsweise Blickzwänge. Wenn ich vor dem Fernseher sitze, dann fixiere ich 3 Punkte immer wieder hintereinander. Ja. Das habe ich abgelegt. Das ist ein Zwang, wo ich gegen geübt habe. Ja. Das kann man sich schlecht vorstellen. Dann gucke ich immer auf diese 3 Punkte während des Programms. Mhm. Es ist irre. Oder das heißt, du verfolgst gar nicht die Handlung und die Bildersprache, sondern guckst nur mal auf diese 3 Punkte. Zwischendurch, ich verfolge trotzdem die Handlung. Ach so, nur dadurch wird meine Konstitution, das heißt mein Körper, meine Atmung wird schneller. Ich merke, wie dann so eine Anspannung in mir ist. Sag noch ein Beispiel.
Noch ein Beispiel. Also die Treppenstufen habe ich erwähnt. Beispielsweise meine Nee, die hast du auch nicht erwähnt. Also ja, wenn ich ich musste an etwas Bestimmtes denken, wenn ich bestimmte Treppen hochgegangen bin. Genau. Um an was Positives, um zum Beispiel keine schwerwiegende Erkrankung zu bekommen. Also das war dein Wahn. Wenn ich nicht an was Positives denke, während ich die Treppen hochgehe, dann kriege ich eine schwere Erkrankung. Genau. Was ist positives Denken? An eine Person, die ich kenne beispielsweise, die noch keine schwerwiegende Erkrankung hatte. Beispiel, ich kann dir ein gutes Beispiel sagen. Ein Arbeitskollege von mir, an den hatte ich immer gedacht, der hatte aber dann eine Appendizitis, also eine Blinddarmentzündung, musste ins Krankenhaus, da war das weg. Weil ich auch panische Angst habe, eine Blinddarmentzündung zu bekommen. Da musste ich mir eine andere Person ausdenken. Und im Laufe der Zeit wird der Personenkreis kleiner und vor allen Dingen dieser Zwang in dem Moment. Du musst dir das vorstellen, es kommen bei mir Personen rein, die Krebs haben, automatisch. Und ich musste dann 20 Mal hoch und runter rennen, bis ich nicht mehr konnte. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich erahne jetzt schon, in welchem Korsett du lebst. Ja. In welchem Korsett? Vielleicht noch ein Beispiel. Wahrscheinlich können wir ganz. Türklinken. Ich die Tür 15 Mal auf und zu und immer geguckt, ob Nachbarn gucken. Weil ich bin insofern ein gut situierter, konservativer Typ, der mit seinem Aktentäschchen und seinem Anzug nach Hause kommt. Und wenn das einer sieht, das hört sich kurios an, ist es auch. Ich denke aber sonst ganz klar und mache meine Arbeit auch gut. Das haben Zwängler so an sich. Ich bin viel zu genau. Aber ich bin dann im Hausflur hin und her gelaufen, bis ich endlich mal die Tür so loslassen konnte, dass ich an etwas Positives gedacht habe. Lebst du alleine? Jetzt wieder, aber ich habe nicht immer alleine, immer verschwiegen, immer. Keiner weiß etwas davon. Du hast mit einer Partnerin zusammen gewohnt sogar und hast das alles verschwiegen? Ja. Bist du da nicht von innerer Anspannung geplatzt irgendwann? Ja, wenn du Alkohol trinkst, merkst du es nicht mehr. Und ich bin seit 8 Monaten trocken, Also das kam auch noch hinzu. Und hast nebenher dein Berufsleben ganz normal absolviert. Ja. Niemand ahnt etwas bei deiner Arbeit während der Arbeit. Genau. Bist du wahrscheinlich ein ganz korrekter Mensch. Und, ich hab's im Rücken, ne? Also ich offiziell. Also, jetzt sagst du, du bist im Moment noch in Behandlung. Ich glaube ja auch, wenn das so lange, so eingefleischt ist, wie du es jetzt geschildert hast, dass man da lange braucht, auch in der Psychotherapie, um da an die Wurzeln zu kommen und etwas zu verändern. Ganz genau, richtig. Ich appelliere an dich, aber das muss ich wahrscheinlich gar nicht, weißt du selbst, da jetzt auch tapfer dran zu bleiben und es nicht aufzugeben. Und dieses ist sicher, du hast es gerade auch angedeutet, auch ein Akt der Selbsttherapie, hier anzurufen, ne? Ja. Natürlich, hätte ich früher nie gemacht. Ja. Und zum Beispiel, du sagst es ja auch immer richtig, viele deiner oder der Personen, die anrufen, gerade jetzt auch, gerade die ganz jungen Frauen, die nicht essen konnte beispielsweise, habe ich in der Therapie viele kennengelernt. Mhm. Die müssen unbedingt in verhaltenstherapeutische Behandlung, weil die in der Öffentlichkeit nicht essen können. Ja. Das ist der Schritt, der nur wirken kann. Ja. Gut. Also lieber Thomas. Danke ich dir fürs Zuhören. Ja, ich danke dir für dein Vertrauen. Ach so, Domian, kann ich vielleicht noch 2 Minuten mit dem Psychologen reden? Ja, gerne, auf jeden Fall. Du legst auf, wir rufen dich an, Johannes ruft dich an. Ich danke dir. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ines, 18 Jahre, guten Morgen. Hallo Morgen. Ines. Na, um was geht's denn bei dir? Ja, Aufregung? Ja. Nee, eigentlich um einen Freund. Bist du alleine? Das klingt so geheimnisvoll. Oder musst du flüstern? Nein, ich bin alleine. Du bist alleine. Mhm. Ja, eigentlich geht es um meinen Freund. Ja? Und zwar habe ich ein Problem mit meinem Freund, und zwar ein rein sexuelles Problem mit meinem Freund. Sag mir vorab, wie lange ihr zusammen seid? Seit einem Jahr, ein bisschen was über ein Jahr. Ja. Mhm. Und zwar, ich wurde kurz bevor ich mit ihm zusammen war oder zusammengekommen bin, wurde ich missbraucht. Von wem? Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe ein Praktikum gemacht zu dem Zeitpunkt und den habe ich an demselben Tag erst kennengelernt. Er hat gemeint, wir treffen uns abends und daran. Also von einem Geschäftskollegen eigentlich. Ja, heißt missbraucht, vergewaltigt? Ja. Ja. Mhm. Mit sehr viel Gewalt und Angst, das Ganze. Ja. Völlig. Mhm. Mit und hast du danach irgendetwas getan? Hast du ihn angezeigt? Oder? Nein, mir fehlt der Mut dazu. Hast du es irgendjemandem erzählt? Mein Freund ist der Einzige, der es weiß. Ja. Es ist einmal passiert mit diesem Arbeitskollegen. Ja. Magst du kurz den Hergang schildern? Ist das in seiner Wohnung passiert? Ja, in seiner Wohnung. Oder im Personalhaus eigentlich, aber in seiner Wohnung. Und er wurde irgendwann zudringlich? Ja, das ist ganz langsam gewesen.
Und du hast immer gesagt, ich will nicht? Oder du hast dich weggewunden? Klar. Ja, das schon, aber das hat alles nichts gebracht. Also irgendwie war ich, einerseits habe ich mich schon gewehrt, aber ich habe recht schnell gemerkt, ich bin einfach wehrlos ihm gegenüber. Wie alt war er? 26. 26. Hast du während des Vorgangs dich gewehrt oder geschrien? Ja, klar. Nur er wusste ganz genau, dass die anderen, die da wohnen, noch schaffen. Dass die was? Dass die noch arbeiten. Das ist halt in einem Hotel, die haben eine Nachtschicht, das wusste er aber ganz genau. Ja, ja. Das heißt, dir war dann auch klar, dass das Rufen und Schreien gar nichts hilft? Ja, ich wusste auch, dass die schaffen. Also ich habe es mal versucht mit Rufen und Schreien, aber ich wusste, dass die arbeiten. Von dem her hat mir das gar nichts gebracht. Hat er dir auch zu allem auch noch sehr starke körperliche Gewalt angetan? Hat er dich gewürgt oder... Nee, gar nicht. So, das nicht. Nee, das nicht. So, das hast du gerade gesagt, ich habe ein schwerwiegendes sexuelles Problem mit meinem Freund, mit dem ich seit einem Jahr zusammen bin. Und bevor du mit ihm zusammengekommen bist, hat diese Vergewaltigung stattgefunden. Ja, ganz kurz davor. Jetzt erzähl mal das etwas näher, das sexuelle Problem, das du meinst. Am Anfang war bei uns das Sexuelle auch noch in Ordnung. Mhm. War gar kein Thema. Und ich habe das verdrängt auch, weil ich ihn nicht verlieren wollte, aber inzwischen kann ich das einfach nicht mehr. Ich wollte gerade fragen, am Anfang, da war das ja noch recht nah an der Vergewaltigung. Ja. Konntest du denn da, wolltest du überhaupt mit deinem Freund schlafen oder hast du es nur schon, so wie du es gerade gesagt hast, ihm zuliebe getan? Eigentlich nur ihm zuliebe. Eigentlich hättest du es gar nicht gewollt. Nee, eigentlich nicht. Einerseits ja, weil ich ihn nicht verlieren wollte, aber so wirklich halt auch doch nicht. Ja. So, und das ist jetzt im Laufe der Monate, kannst du es nicht mehr verdrängen und du hast immer weniger Lust. Ist das richtig so? Gar keine. Gar keine Lust mehr. Also du möchtest eigentlich gar keinen sexuellen Verkehr haben? Nein. Du hast deinem Freund von der Tat erzählt, von der Vergewaltigung? Ja. Ja. Das ist ja schon auch eine Überwindung. Das finde ich ja toll, dass du dich das getraut hast. Viele Frauen schämen sich ja dann sogar vor dem eigenen Freund, das zu erzählen. Wie hat er darauf reagiert? Er hat halt gemeint, wir zeigen ihn an und er will den unbedingt mal sehen, dieses Schwein. Und keine Ahnung, aber ja. Ja. Wie lange hast du jetzt mit deinem Freund gar keinen Sex mehr gehabt? Also alle 4 Wochen vielleicht mal, aber auch nur ihm zuliebe. Also. Ja. Das kriegt er da jetzt wahrscheinlich doch jetzt mit, ne? Dass du so distanziert bist. Ja, klar. Hat er das schon thematisiert? Hat er gefragt, was ist los und warum? Und nee, er weiß warum. Er weiß es. Und also er kapiert das, dass der Zusammenhang ganz klar mit der Vergewaltigung da ist. Ja, das weiß er. Aber er reagiert da auch so ein bisschen seltsam und zwar habe ich Psychopharmaka auch gekriegt. Und er wusste, wie es mir dann geht, dass es mir dann gut geht, dass ich dann richtig ruhig bin auch. Und er meint aber jetzt jedes Mal, das Problem könnte man einfach mit Tabletten oder sonst was lösen. Heißt das, dass er quasi vorschlägt, hier nimm mal so ein Pillchen ein und dann schlafen wir miteinander? Ja. So in der Richtung. Er geht aber auch fremd und das ist eigentlich mein Hauptproblem, womit ich nicht klarkomme. Ach, das kommt auch noch hinzu, dass er fremd geht. Hat er das so ganz offen gesagt oder bist du ihm auf die Schliche gekommen? Ich habe es hintenrum rausbekommen und... Von wem hinten? Von welcher Stelle hast du es erfahren? Über sein Handy, über SMS. Und du bist sicher? Also ich hatte die Vermutung schon und habe es dann über die SMS rausbekommen, habe ihn auch nachts geweckt, drauf angesprochen. Sein erstes Problem war eigentlich, woher weißt du das? Ach so, also im Prinzip hat das dann eingestanden? Ja, klar. Immer mit verschiedenen Frauen oder eine einzige Affäre? Eine. Eine. Und du glaubst, dass er das tut, weil das sexuell bei euch nicht mehr so für ihn befriedigend läuft? Ich weiß, dass er es deswegen tut. Und er meint auch, geh doch zum Psychologen. Und also er möchte schon auch, dass es mir dabei dann besser geht und mir auch Hilfe geben. Und ich war auch bei einem Psychologen, aber ich habe dem dann erzählt, wie gut es mir doch geht und toll mein Leben doch läuft. Und dann braucht man gar nicht, erzählen. Aber du hast es mir jetzt ganz, ganz schnell erzählt. Ja, aber ich kann es, wenn ich vor jemandem sitze,
dem kann ich es dann nicht mehr erzählen. Ich bin fast sicher. Ich könnte schwören, wenn du jetzt hier mein Gast hier im Studio wärst, hättest du es mir auch erzählt, Ines. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nein. Also ich finde ja auch, dass dein Freund recht hat, dass du schon Hilfe brauchst. Ja, bei mir kommen halt auch noch mehr Sachen dazu, dass mein Vater vor 7 Jahren gestorben ist, dass meine Mutter nicht klar kam und vor meinem 18. Geburtstag noch ausgezogen bin und so. Mhm. Also es ist nicht nur die eine Sache, aber halt hauptsächlich, das ist mein Problem. Wer hat dir denn eigentlich, das wollte ich gerade fragen, wer hat dir denn eigentlich diese Psychopharmaka aufgeschrieben? Mein Arzt. Ja, aber der weiß gar nicht die Hintergründe, was da los ist bei dir. Nee, natürlich nicht, ne? Nee, es war mal was anderes. Nochmal ein Todesfall, es hat daraufhin angefangen, richtig durch. Verstehe, jetzt ist gerade die Leitung sehr schlecht, wenn du hast ein Handy, ne? Ja. Wenn du vielleicht nah ans Fenster gehen könntest, kommt die Verbindung vielleicht ein bisschen besser. Okay. Weißt du, Ines, dein Freund hat recht, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ich finde, dass du schon Hilfe von außen brauchst. Was ich aber das ganz schlimm finde, auch selber so. Lass mich einen Satz noch sagen zu deinem Freund. Ja. Was ich ganz, ganz, ganz beschissen finde von deinem Freund ist, er macht auf mitfühlend und hallo? 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 Ja, es war gerade eine Musik plötzlich in der Leitung. Keine Ahnung. Er macht auf mitfühlend und einfühlsam und was weiß ich. Und dann geht er aber fremd. Ja. Ich finde, dass das auch zu einer Liebe dazu gehört, dann eben zu der Freundin zu stehen und zu sagen, okay, komm, das halten wir jetzt gemeinsam aus und wir schaffen das schon. Somit tut er dir ja noch zusätzlich weh, indem er fremd geht. Ja, klar. Und macht dein Leben noch schwerer, als es ohnehin schon schwer ist. Das finde ich sehr, sehr, sehr beschämend und sehr schlimm von ihm. Aber jetzt geht es in erster Linie um dich und um dein Befinden. Und ich möchte ganz, ganz dringend an dich appellieren, Ines, dass du dir Hilfe suchst. Vielleicht auch erstmal, wir werden dir gleich noch ein paar Telefonnummern geben, vielleicht auch erstmal nur telefonisch, wenn es dir einfacher fällt, nur übers Telefon mit jemandem zu sprechen. Ja, das habe ich auch schon versucht bei so Jugendberatungsstellen und allem Möglichen, aber die wimmeln einen dann recht schnell ab, weil ich habe mal angerufen, da ging es mir echt schlecht. Mhm. Wenn ich drüber geredet habe, geht es mir besser. Und dann hieß es ja, okay, jetzt wäre alles wieder in Ordnung. Aber das kommt halt dann am nächsten Tag spätestens wieder. Natürlich, natürlich. Das ist natürlich nicht mit einem Telefonat getan. Dafür ist das zu schwer und zu schlimm, was vorgefallen ist. Pass mal auf, ich mache jetzt einen Vorschlag, Ines. Also du weißt ja, dass ich ja einen Psychologen immer bei mir habe. Ja. Ja, das ist heute Nacht auch so. Der Kollege heißt Johannes. Mhm. Mit dem wirst du jetzt weiter gleich telefonieren. Das ist doch okay, ne? Das machst du. Ja. Ne? Das ist ja so das Gespräch wie mit mir, ganz anonym und nur am Telefon. Und der Johannes wird dir die entsprechenden Tipps und Telefonnummern geben. Und dann musst du natürlich letztendlich entscheiden, ob du das machst. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, die ich hier in der Sendung gemacht habe, in all den Jahren, dass irgendwann das wirklich das Allerbeste für eine Frau ist, die so etwas erfahren hat, sich Hilfe von außen zu holen. Weil in den allermeisten Fällen die Frauen das alleine nicht schaffen und ihr Leben nicht alleine in den Griff bekommen. Und niemand muss sich schämen, wenn so etwas vorgefallen ist. Schämen muss sich immer der Täter. Der ist das Schwein. Du bist das Opfer. Du bist das Opfer. Ich weiß nicht warum, aber ich gebe irgendwie mir die Schuld dran. Ich habe keine Schuld, das weiß ich selber, aber ich gebe sie mir daran. Ja. Und ich weiß, das ist bei ganz vielen Frauen so. Aber du kannst ganz, ganz, ganz sicher gehen, dass der Mensch, mit dem du es zu tun haben solltest, ein Psychologe, eine Psychologin, hundertprozentig nicht so denkt. Diese Person wird genauso denken, wie ich denke. Ja. Dass nämlich du überhaupt keine Schuld bist, dass man dir was sehr Schlimmes angetan hat. Ja. So, Ines. Jetzt finde ich erstmal klasse, dass du hier angerufen hast. Dafür erstmal ein dickes Lob. Ich merke, wie schwer dir das fällt und wie angespannt du bist. Und dann ist auch so ein Schritt, hier anzurufen und ja, auch noch in aller Öffentlichkeit das zu erzählen, ist schon eine tolle Leistung, finde ich. Und nehmen wir es doch beide mal als ersten Schritt zu deiner Selbsthilfe. Sehen wir es mal so an. Ja, ne? Schon. Jetzt legst du auf und mein Psychologe ruft dich gleich an. Ja, und Domian, könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Klar. Ich finde deine Sendung ganz toll und ich schaue sie jede Nacht. Dankeschön. Dann sagst du die Adresse meinem Psychologen und dann schicken wir dir was. Okay? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Andreas, 34 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Andreas.
Hallo. Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass das geklappt hat heute, dass ich drankomme bei euch. Freut mich natürlich. Ich schaue auch regelmäßig und finde es auch sehr gut. Ja, vielen Dank. Ja, auf alle Fälle, ne. Und ja, jetzt zu meiner ausgefalleneren Frage. Bei mir ist es so, ich bin eigentlich schon längere Zeit auch selbst am Erforschen oder am Nachsuchen, ob ich denn da drauf komme, aber es geht jetzt auch schon längere Zeit und ich wollte einfach mal einen Tipp oder einen Rat oder eine Empfehlung so von deiner Warte, weil ich sonst auch mit niemandem drüber gesprochen habe bis dato, ob es denn, ja, ob das normal ist oder ob es eine Sache ist, die man ruhig ausleben soll oder ob das in den Bereich Fetischismus oder so. Um was geht's? Mir gefällt es einfach gut oder ich finde es erotisch oder ich finde es erregend, wenn Frauen Gummistiefel tragen. Ach. Ja, so verrückt das klingt. Also ich weiß, jeder oder viele würden da wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen und würden sagen, der ist ja noch zu retten oder was soll das ist eigentlich? Das Problem ist aber, Andreas, dass man äußerst selten Frauen mit Gummistiefeln sieht, ne? Leider, ja, du sagst es. Wann sieht man eine Frau mit Gummistiefeln? In der Gärtnerei vielleicht? Ja, wie gesagt, das ist das, was ich die letzten Jahre so versucht habe, oder ich versuche immer das sehr kritisch zu sehen. Ne? Man ist dann bemüht, irgendwo Bilder zu finden oder vielleicht Filmchen, wenn es drüber gibt. Also keine. Gibt es das überhaupt? Ich meine, es gibt ja alles Mögliche. Gibt es wirklich Frauen-Gummistiefel-Fetischisten? Gibt es? Anscheinend wohl ja. Also seitdem man etwas über das Internet recherchieren kann, wohl ja. Also ich war damals relativ beruhigt, dass ich mitbekommen und gesehen habe, dass es dass ich da nicht allein bin damit. Ja. Also es gibt da wohl schon andere. Jetzt erklär mir, warum du da so scharf drauf bist. Wenn ich das wüsste, ne, das ist genau die Frage, die ich seit Jahren zu klären versuche. Es ist also weder, dass sich da irgendwelche sexuellen Handlungen abspielen müssen oder dass ich die sonst wie nackt sehen müsste. Das beschränkt sich rein auf den Bereich des Tragen. Ja. Und aber das ist schon etwas, was dich sehr scharf macht. Ja, ja. Warum macht dich das scharf? Findest du es geil, die Vorstellung, dass die Frauenfüße dass die schwitzen zum Beispiel in den Stiefeln? Ja, dass sie welche anhat, dass man sieht, wie sie auszieht oder anzieht, dass man sieht, sie hat vielleicht Nylonstrümpfe oder was an dazu. Ja. Und wie gesagt, ich habe lange schon versucht, das in verschiedenen... Du ist ja so die Assoziation, wenn man Gummistiefel hat, da hat man Schweißfüße und da ist es warm. Und ist das für dich eben nicht I, sondern ist das für dich attraktiv, dass die Frauen da in den Stiefeln schwitzen? Und findest du das sogar anziehend? Vielleicht ein kleines bisschen, vielleicht ein kleines Stück, ja. Wie gesagt, was mich meistens immer oder was mir gefällt, es gibt ja eigentlich nur Bilder drüber oder wenn überhaupt irgendwas zu lesen, so Berichte von Wattwanderungen zum Beispiel. Genau, Wattwanderungen, das sieht man uns auch, ja. Sowas, genau. Ja. Oder wenn man dann eben sieht, dass die irgendwo im Watt mit den Stiefeln stecken bleiben und dann rausschlüpfen, das ist irgendwie ein erregendes und ganz eigenartig komisches Thema. Ne? Findest du es interessanter? Übrigens muss ich mal sagen, ich glaube, wir haben permanente Bildstörungen. Ich sehe meinen Monitor hier ständig. Also wir bitten das zu entschuldigen, wo immer es auch dran liegen mag. Ja. Findest du es interessanter, erregender, sexuell erregender, wenn die Frauen Strümpfe tragen in den Gummistiefeln oder wenn sie mit nackten Füßen in den Gummistiefeln sind? Eigentlich beides gleich, also sowohl als auch. Ne? Die Farbe der Gummistiefel ist ja egal. Ja, eigentlich vollkommen, das ist unerheblich. Ne? Man sieht ja übrigens auch, apropos Watt, man sieht ja auch im Herbst oder Frühling viele Frauen, Menschen, so auch Frauen, an Stränden spazieren gehen mit Gummistiefeln. Genau. Das muss für dich ja der absolute Hammer dann sein. Ja, ne? Ja, ganz genau. Und wenn dann eben noch die Situation dazu kommt, auf Wattwanderungen, wenn sie dann irgendwo reingeraten, wo es halt ein bisschen etwas matschiger wird. Und ja, das habe ich schon verstanden. Du müsstest ja letztendlich deine Urlaube immer auf unseren schönen Nordseeinseln. Ja, unter anderem auch. Ganz genau, ja, es ist so. Also, wie gesagt, das ist verrückt. Hast du eine Partnerin? Nee. Hattest du schon mal eine Partnerin? Ja, schon. Und ich habe versucht, in die Richtung etwas zu recherchieren. Das liegt aber Jahre zurück. Ich weiß nicht, ob man es davon herleiten kann, aber ich hatte mal ganz, ganz früher, da war ich 15 oder 16, da hatte ich meine Freundin und die war auch, die hatte auch ein Pferd, also die ist immer reiten gegangen. Ja. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, ich weiß nur nicht, ob sich über die langen Jahre da irgendwas herleiten lässt aus der Zeit. Die hatten eben mal, das war auch die Situation genau die ich jetzt beschrieben habe, die hatten dann eben für ihre Pferde einen Unterstand und Koppel gebaut und ich war eben auch dort zufällig, weil dort auch Freunde von mir waren, also ich hatte das Mädchen vorher gar nicht gekannt. Und zufällig eben dann, es hat sich einfach so ergeben, war die da am Koppel bauen und nebendran war eben ein großer Acker und eine Wiese und es war ja auf dem Bauernhof sehr ländlich.
Und da war eben genau die Situation, dass sie außerhalb dieser Koppel war und ist dann eben in so einem Acker richtig stecken geblieben. Achso, ne? Das Stecken beim Berg ist schon, das ist das dritte Mal schon, das macht dich besonders an. Ja. Ne? Wenn die, aber es müssen unbedingt Gummistiefel sein, es sollten keine Reitstiefel sein oder so. Wenn es Gummi sind, ja, aber wenn es Leder sind, ist es schon wieder uninteressant. Ja. Ne? Also du hattest schon Beziehungen. Ja. Ja. Da ist aber diesbezüglich nie irgendwas abgelaufen, dass du gesagt hast, hier, Mädels, zieht mal Gummistiefel für mich an. Nee, das habe ich immer für mich behalten. Die wussten das gar nicht. Nee. Seit wann beschäftigt dich das jetzt so richtig sehr bewusst? Ja, bestimmt die letzten 10 Jahre. 10 Jahre schon? Ja, bestimmt länger. Und während dieser 10 Jahre gab es dann auch Beziehungen schon? Ja, natürlich, ja. Nun ist das eine sexuelle Besonderheit, sag ich mal, mit der du wahrscheinlich sehr, sehr alleine oder einsam dastehst. Denn eine Frau zu finden, die das auch wiederum toll findet, ist wahrscheinlich irre schwierig. Ne? Ja, oder die es zumindest mal lustig findet, wenn man sagt, man geht irgendwo raus in die Natur bei schlechtem Wetter, ne, dann wäre es ja noch am ehesten vertretbar oder noch nachvollziehbar. Ne? Mhm. Das ist auch schon nicht einfach. Wäre dein Schönstes die Vorstellung, dass du mit einer Frau, wenn es jetzt auch sehr skurril wirkt, aber man kann sich das immer so vorstellen, dass du mit einer Frau im Bett liegst, die nichts weiter anhat als ihre Gummistiefel? Ja gut, das wäre natürlich irgendwo vorstellbar, wobei es, das wäre natürlich... Das wäre schon toll. Ja, müsste ich zugeben. Ja, hast du denn auch schon Dinge unternommen, Frauen zu finden, die vielleicht da irgendwie mitspielen würden? Nee, also ich bin jetzt immer noch an dieser Klärung der Frage, ob das irgendwas ist, was, und da wäre mir dein Rat oder euer Rat sehr wichtig, ist das eine Sache, die man beruhigt ausleben kann, dass man sagt, jawohl, wenn man jemanden findet, der da mitmacht, dem das vielleicht auch gefällt, der das auch verrückt findet, dann ist es vollkommen legitim. Oder ist es eine Sache, die man eher als bedenklich einstuft und sagt, naja, das geht ja schon in einen Bereich der Verrücktheit, der eigentlich behandelt werden müsste oder sollte. Also, das weiß ich eben nicht. Also Andreas, jetzt im ersten Moment würde ich sagen, nein. Wenn du jemanden findest, der das mitmacht oder die das mitmacht, finde ich das keineswegs pervers oder irgendwie krank, dass man das behandeln werden muss. Überhaupt nicht. Also es gibt wirklich viel extremere Dinge, wo man schon denkt, mein Gott, das ist jetzt aber sehr grenzwertig. Dieses ist, mein Gott, wie viele Leute stehen auf Füße oder auf schicke Schuhe oder ich was. Dann stehst du halt auf Gummistiefel. Ja. Problematisch finde ich es immer bei all diesen Besonderheiten im Sexuellen, wenn man sich ganz darauf kapriziert. Das heißt, wenn du überhaupt keinen Bock mehr auf eine normale Sexualität hast, wenn du nur noch an Gummistiefel denkst, dann finde ich schon, ist es bedenklich, weil du dich auch zu sehr verkapselst dann damit und du einsam wirst. Das finde ich dann problematisch. Ja. Kannst du denn jetzt auch noch, hast du ab und zu mal Sex mit Frauen auf einer relativ normalen Basis? Ja, das ja. Und das funktioniert auch und das findest du auch gut? Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich würde das nie zur Bedingung machen, weil das viel zu, mir auch irgendwo am Anfang sicherlich zu peinlich wäre. Ne? Aber ein Fußfetischist bist du nicht zusätzlich? Nee, eigentlich nicht. Das bezieht sich rein auf dieses eine Thema. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich habe also auch versucht, das schon zu beleuchten in alle Richtungen. Ich meine, es gibt doch sicher auch die eine oder andere Jacke-Frau, die da so ein Spielchen auch mitmachen würde. Ja. Okay, komm, machen wir es uns nett, wenn du dabei scharf wirst, habe ich auch meinen Spaß und machen wir so ein Rollenspiel mit Gummistiefeln oder so. Warum nicht? Also ich finde es nicht pervers und ich finde es auch nicht behandlungswürdig unter den gerade genannten Bedingungen. Ja, und die Frage einfach, Domian, ist es umgekehrt schon mal bei dir vorgekommen, dass von Frauenseite diese Frage gestellt wurde, dass die auch sowas schon mal hatten, so ähnlich oder in diese Richtung? Nee, mit Gummistiefeln habe ich es noch nie gehört. Nein. Aber das heißt gar nichts. Ich lerne immer wieder hinzu hier in dieser Sendung, dass es immer was Neues gibt und dass es alles gibt irgendwie. Also du bist da jetzt auch nicht so ein Sonderfall. So ein Sonderling, ne? Nein. Es ist wahrscheinlich ungewöhnlich, aber... Kann man das irgendwo, woher denkst du, woher kann das rühren, woher kann das kommen, aus diesem Erlebnis in der früheren Zeit? Keine Ahnung. Große Frage bei allen Fetisch-Sachen, woher kommt das? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Schlüsselerlebnisse, die man mal vielleicht auch als Pubertierender oder vielleicht als Kind manchmal schon mal hatte, dass man darauf abgefahren ist und das ist irgendwie, ich weiß es nicht, das ist müßig. Ich glaube, das kann man nie wirklich richtig herausbekommen. Nein. Aber mir ist es schon viel wert, wenn du sagst, es ist zumindest nicht so, dass jetzt jemand in deiner Situation die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, um Himmels Willen, was ist da alles schiefgelaufen, der müsste ja dringend irgendwo in die Hand steigen. Keine Sorge. Und ich verbinde dich jetzt auch nicht mit meinem Psychologen. Ja, na okay, wenn das so schwerwiegend nicht ist, dann wäre ich beruhigt. Ne? Ja, dann sehen wir es mal so. Also kann ich als abschließendes so Plädoyer eigentlich ruhig mitnehmen, wenn du das abnickst, dass es legitim wäre, dass, wenn man jemanden findet, der gleichgesinnt ist, auszuleben. Ja, das ist aber wer bin ich? Das ist meine persönliche Meinung. Ja, ne? Aber die wolltest du ja auch hören.
sein. Die ist mir auch sehr wichtig, ja, genau, in jedem Fall. Lieber Andreas, dann wünsche ich dir einfach eine Frau, die mal diese Späße und die Spiele mitmacht. Ja, wunderbar. Domin, dann sage ich herzlichen Dank. Alles Gute. Und macht weiter so mit eurer tollen Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, schönen Abend noch. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Dirk, 8:30 Uhr, hallo. Ja, ich rufe an, ich möchte auch aus dem reichhaltigen Fundus deine Erfahrung schöpfen. Hallo Dirk, um was geht's denn? Ja, ich stelle mir die Frage, kann eine untreue Frau treu sein? Ja, also du meinst, kann eine Frau, die schon mal untreu war, kann die treu sein? Ja, oder die jetzt untreu ist, kann die treu sein. Also kann die beides parallel sein, meinst du? Ja. Erkläre uns auf, was dahinter steckt. Also ich lebe in einer Beziehung und habe ein Verhältnis mit einer Frau, die ebenfalls in einer Beziehung lebt. Die auch in einer Beziehung lebt? Genau. Ja. Wie lange hast du diese Parallelbeziehung schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie lange bist du mit deiner Freundin, mit deiner Hauptfreundin zusammen? 18 Jahre. 18 Jahre? Ja. Nicht verheiratet? Doch, ich habe auch Kinder. Ach so, also mit deiner Frau bist du 18 Jahre zusammen, mit der Geliebten 2 Jahre. Ja. Wie viele Kinder? 4 habe ich. 4? Ja. Im Alter von bis? Von 5 bis 13. 5 bis 13, ja. Gut, das haben wir die Grunddaten geklärt. Ja. Und die Geliebte, die du hast, die ist auch verheiratet? Die ist auch verheiratet. Ist das ganz geheim alles? Ja, also, ja. Also sie hat ihrem Mann einmal gebeichtet letztes Jahr. Ach so. Und sie hat aber gesagt, oder er hat dann verlangt, sie soll Schluss machen. Und sie wollte dann auch Schluss machen. Und wir haben uns noch ein letztes Mal getroffen, aber dann 4 Tage später rief sie wieder an und dann haben wir uns wieder weiter getroffen. Ah ja. Bis zum heutigen Tage. So, jetzt erklär mir deine Einstiegsfrage. Ja, ich muss dazu sagen, sie ist ziemlich naiv dumm in der Beziehung, was Männer angeht. Die Geliebte? Ja. Sie ist naiv dumm, sagst du? Ja, in der Beziehung, was Männer angeht. Sie ist recht fröhlich, offen, frei, weißt du. Mhm. Und sie geht auch auf die Leute zu, ohne großartige Probleme. Und also jetzt der jüngste Fall war dermaßen, dass sie hat mir vor 14 Tagen eine SMS von einem Mann gezeigt, von dem sie die Handynummer mal vor einem halben Jahr bekommen hat. Aha. Auf der Arbeit, im Geschäft arbeitet die. Ja. Und sie hat ihn wohl mal angerufen. Und als wir uns darüber unterhalten haben, sagte sie, dass sie das wohl gemacht hat, als man mit uns Schluss war. Also es ist so. Ah, also es geht jetzt um die Geliebte, ja, die auch einen Mann hat und die aber eventuell jetzt neben dir noch andere Typen hat oder anbaggert oder sich anbaggern lässt. Ja, was heißt anbaggern direkt nicht, denke ich mal. Ja? Ihre Ausstrahlung, also ich würde jetzt mal so salopp sagen, sie hat es auf der Stirn stehen, eventuell. Nimm mich, steht auf der Stirn. Ich will es, oder ja, so. Ja, ich will es, oder mich kannst du, oder so. Wie alt ist denn die Schöne? 39. 39, mhm. Ja. Ja, ist im Klartext. Meinst du, im Moment läuft da noch was? Nein, sie sagt, es ist nichts. Sie hat ja auch dem Typen vor 14 Tagen geschrieben, dass sie nichts von ihm will und dass nichts läuft. Und wäre das für dich, bitte lassen. Wäre das für dich denn schlimm, wenn sie noch einen hätte? Ja, weil ich sehr an der Frau hänge und mir eigentlich wünsche, dass wir zusammenkommen. Ach so, letztendlich, also die Perspektive ist für dich, aus der Ehe raus? Ja. Und mit dieser Frau, mit der Geliebten, irgendwann ganz zusammen zu sein? Genau. Ja? Ist das für sie auch eine Perspektive? Ja, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ihr übt ja schon lange jetzt, 2 Jahre, ne? Ja, ja. Mhm. Das ist auch ganz schön mit ihr, also. Wie kriegst du das denn so mit deinem Alltag geregelt und mit deinem Gewissen geregelt, dass du 2 Jahre jetzt schon fremd gehst? Also mein Gewissen macht mir da wenige Probleme. Der Alltag ist natürlich recht stressig, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Warum macht das Gewissen dir keine Probleme? Ja. Du gehst ja deine Frau fremd und du belügst deine Frau, die ja immerhin deine Frau noch ist. Ja, ja, aber. Oder ist es so zerrüttet, dass. Ja, ich würde schon sagen, so dass es dir egal ist, quasi. Ja, ja. Aber dann könntest du es ja auch sagen. Ja, wie gesagt, das Problem ist meine Kinder. Ich habe ein Haus und die Kinder. Und ich bin halt eben nicht hundertprozentig sicher, ob meine Geliebte dann nicht doch untreu ist. Sie sagt zwar nein, es ist nichts und es war nichts. Und. Also, verstehe ich das richtig? Wenn jetzt die Geliebte wirklich hundertprozentig treu wäre, ja, dann würde dir das mehr Sicherheit geben und du würdest vielleicht dann auch eher noch den Schritt machen, dich von deiner Frau zu trennen? Genau. Ah ja. Weil ich setze ja doch relativ viel aufs Spiel. Mhm. Aber du bist auch so einer, der so auf Nummer hundertprozentig sicher gehen will, ne? Ah ja, wenn ich schon ins offene Messer, also ich muss ja nicht ins offene Messer laufen. Nein, aber
Eigentlich müsste man ja sagen, ganz egal, was da mit der Geliebten ist und ob die Geliebte noch ein oder zwei hat, erstmal müsstest du die Baustelle klären und bereinigen, Baustelle Ehe. Und was dann kommt, sieht man. Ja, aber das denn du, gut, mit den Kindern, das ist natürlich immer ein Argument. Ja, aber letztendlich fühlst du dich doch wahrscheinlich überhaupt nicht mehr wohl in deiner Familie, in deinem Haus mit deiner Frau. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin relativ beruflich angespannt, also ich habe viel zu tun und bin eigentlich relativ selten zu Hause. Ja. Aber in der Zeit, wo ich zu Hause bin, genieße ich das mit meinen Kindern. Mit den Kindern? Ja. Gibt es denn zumindest so ein kumpelhaftes Verhältnis zwischen dir und deiner Frau oder streitet ihr auch viel? Ja, was heißt viel? Viel ist relativ. Also, aber ihr streitet? Ja, wir streiten, ja. Kein Sex mehr? Schon einige Zeit nicht mehr. Ja. Mhm. Also wenn du nach Hause kommst, freust du dich auf deine Kinder, ja. Aber deine Frau ist dir eigentlich drissegal. Ja, wenn sie nicht da ist, ist es auch ruhiger, lebe ich besser. Kriegen die Kinder das eigentlich mit, dass Mama und Papa überhaupt nicht mehr harmonieren? Eigentlich schon, ne? Eigentlich denke nicht. Nicht? Nein. Sie kriegen zwar ab und zu mal mit, wenn wir uns streiten, aber im Großen und Ganzen nicht. Aber gestatte mir, den Umkehrschluss zu machen. Kinder kriegen es sehr wohl mit, wenn Mama und Papa sich richtig gerne haben. Ja, sicherlich. Ja? Und das macht natürlich auch eine schöne Atmosphäre dann in der Familie aus. Ja, sicherlich. Ich weiß das auch. Das ist auch mein Problem. Mhm. Weil meine Freundin, denke ich, ist in der Beziehung auch noch anders da. Ich will jetzt nicht sagen besser, aber anders da bestimmt. Sie würde einige Sachen anders da handhaben. Mhm. Und von daher denke ich, dass die Kinder da noch glücklicher wären, wenn ich mit meiner Freundin zusammengehe. Wieso will die Freundin eigentlich nicht, warum bremst die noch? Warum sagt die jetzt noch nicht? Sie hat zu ihrem Mann vor einem Jahr gesagt, dass sie ihn nicht mehr liebt, aber sie bleibt bei ihm wegen ihrem Sohn. Mhm. Also habt ihr beide so, ich sage es mal ein bisschen provokativ, die Ausrede, die Kinder. Ja, sicherlich die Ausrede. Sicherlich ist es auch Angst. Sie sagt auch, es ist auch Angst, ja. Ja, ich habe Angst, mit ihr zusammen zu sein, weil ich nicht weiß, was passiert, ob man wirklich zusammen harmonieren, wenn man ganz klar zusammen sind. Und von meiner Seite ist es ja genauso. Es klingt alles so ein bisschen unentschieden. Man hat so viel irgendwie, man macht, aber macht es dann doch nicht richtig. Man riskiert auch nicht aus Angst vor eventuellen Konsequenzen. Also lässt man so vor sich hin brodeln, wie es halt sich schon so ergeben hat. Ja, wie gesagt, wenn ich die Sicherheit hätte... Wenn, aber es gibt doch nicht immer die Sicherheit. Ja, das weißt du, Jan, ich weiß, das ist ja auch... Du bist ein Kerl von 38, das weißt du, dass es nicht die Sicherheit immer gibt. Ja, aber ich laufe doch nicht ins offene Messer. Was heißt offene Messer? Nein, wenn man ein Risiko eingeht, läuft man doch nicht ins offene Messer. Ich sag dir, ich habe immer die Grundthese, immer, dass es auf Dauer, auch für Kinder, besser ist, wenn sich ein Paar, was sich wirklich nicht mehr versteht, wenn sich das Paar trennt. Ja, das ist meine Grundthese. Mit Entscheidungskindern. Du liest jeden Tag und hörst zu viel. Was ist denn mit den Kindern, die in kaputten Ehen aufwachsen? Ich bin auch in einer kaputten Ehe. Ja, und war es schön? Bitte? Und war es gut? Nein. Ja. Und wie viel gute Modelle gibt es, wo Paare sich trennen und sich in Anstand und Würde trennen und den Kindern es verdammt gut geht? Weil es alles ehrlich ist und sauber getrennt ist. Ich weiß, dass es nicht in Anstand und Würde ablaufen wird. Mhm. Also so zerfahren ist das schon bei euch? Ja, das geht eine größere Schlammschlacht, denke ich mal. Hat sie eigentlich auch irgendwas anders laufen? Meine Frau? Ja. Nein. Nee. Also nicht, dass ich wüsste, ich glaube es doch nicht. Das heißt, du hast auch Angst, wenn du ihr das sagen würdest, gäbe es einen Krieg bei euch? Ja, dann geht es richtig los. Mhm. Ja, das ist schlimm, verstehe ich. Und dann leiden die Kinder noch mehr. Ja, das ist mir klar. Mhm. Das ist eine Situation, zu der du auch und ihr hingelebt habt. Vielleicht hättest du viel früher die Notbremse ziehen müssen. Aber das ist ja Schnee von gestern. Ja, es ist ja nicht erst seit gestern auch so. Es geht ja schon über Jahre hinweg. Ich meine, es gab sicherlich, ich kann es auch verstehen, wir haben jung geheiratet und man ändert sich im Laufe seines Lebens, Klar. Weil man gewisse Erfahrungen macht und dann spielt auch das Zwischenmenschliche oder andere Umstände spielen auch eine Rolle. Wir haben auch viel Ärger mit meinem Vater gehabt und... Aber letztendlich bleibt ja doch die Frage, was ist die Alternative? Will ich, du bist, ich habe vorhin gesagt, du bist schon 38, aber ich sage jetzt, du bist erst 38. Du willst ja auch nicht in dieser Konstellation alt werden. Nein. Das ist ja die Hölle letztendlich. Ja, sicherlich. Ja? Aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine andere Alternative. Mhm. Selbst wenn meine Freundin Schluss machen würde und würde sagen, hier, das könnte auch mehr, ich habe keinen Bock mehr, müsste ich wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und müsste noch, was weiß ich, 5, 6 Jahre mindestens noch hier bleiben. Ja, ja. Jetzt ist meine Sendung leider vorbei. Ja. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja, tut mir auch leid, Domian. Ja. Was, jetzt aber zu meiner Eingangsfrage noch mal schnell. Kann eine untreue Frau treu sein? Ja. Wenn eine Frau oder ein Mensch einmal untreu war, bin ich immer skeptisch. Sie sagt, sie liebt mich und ich bedeute ihr sehr viel. Mhm.
ist sehr schwer, jetzt eine theoretische, kluge Antwort drauf zu geben. Ja. Und wenn du sie sehr liebst und sie dich auch sehr liebt, dann sollte man auch durch so eine Sache sich nicht zu sehr irritieren lassen. Man sollte auch immer wieder eine Chance geben, finde ich. Ja, das ist, ich gebe ihr immer wieder eine Chance. Sie ruft dann, wir machen Schluss und dann ist alle 4 Tage, kommt sie wieder an. Pass auf, Dirk, ich muss auch hier Schluss machen. Ich mache einen Vorschlag, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, Dominik. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinen Leuten. Ich sage Dank an Uli Krapp, an Wolfram Spikowski, an Roland Lohr, Gudrun Hausen, Christian Paar, Tim Stienauer, Florian Jocham, Vivian Merchak, Elke Büchter und Johannes Brachthäuser. Wir sind nächste Woche Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Südwestrundfunk hören Sie Nachrichten. Berlin. Im Kampf gegen den Terrorismus setzt sich Bundesinnenminister